Du hast nicht das gekauft, was du meintest? Ich konnte doch gar nichts anderes kaufen. Ich konnte nichts anderes kaufen. Ich habe alles durchgeklickt. Meiner Meinung nach. Das kann nicht wahr sein. Aus dem Laden habe ich doch alles angeklickt, was man anklicken konnte. Fangen wir nochmal an. Die Dinger, den Trauerkranz habe ich gekauft. Das Wahlding konnte ich nicht. Radkappen habe ich schon. Oder eine zumindest. Die Vase. Anker. Piratenhut habe ich schon gekauft. Linkskurve schickt, verkauft er nicht. Eklige Schädel, die Peitsche von Indie verkauft er nicht. Maske, gab's ja hier schon. Doch, habe ich schon mal gekauft, ne? Die gab's auch schon damals. Maske. Dann war das Holzbein. Aber Geigen kann ich, glaube ich, nicht kaufen. Da meckert er nur. Sorry, he's not for sale. Genau. Ein Spiegel konnte er auch nicht. He likes it where it is. Schiffshorn. Schiffshorn habe ich. Steuerrad. Habe ich irgendwas übersehen jetzt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Käseraspel? Weil die nicht wissen, was das ist. Das ist ja geil. Eben was ne. I'm not sure exactly what this is. I'd like to buy this thing. That's one of my favorite things in the store. But I don't have enough backstock to sell it. Ist das jetzt jedes Mal was anderes, wenn ich da reinkomme? Schwertschale. Augenklappen, Antibiotika, eine Kanonenkugel. Hab ich auch schon versucht. I have to go now. I'd like to buy these cannonballs. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. Kanone. Ich hab doch keine Artikel, die ich hier noch kaufen kann. Deswegen wundere ich mich, dass ich irgendwas nicht gekauft haben soll. Also mir fehlt ja ein Haken. Nicht wirklich. It's firmly attached to the wall. It's firmly attached to the wall. Das ist interessant, dass hier I'd like to buy Indy's whip. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Interessant, dass da noch der Haken ist. Das ist schon mal interessant. Aber nichts, was ich jetzt kaufen könnte. Ich will auch den Papageien haben. Oh, du glänzender. Heute beten mittlerweile meine Glatze an. Gewachsen und gewohnert. Ich gegen Tarn. Was? Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection. Dim. Das heißt, wenn ich das jetzt verhindere, dass das reflektiert? Soil the king's image? Sacrilege. That doesn't seem to work. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich den Spiegel irgendwie abkleben muss, irgendwie in irgendeiner Form. It's too soggy. I don't want to make that parrot mad. I don't think it would want that. Ich muss was kaufen? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ist das denn wenigstens halbwegs logisch? I don't think it would want that. That doesn't seem to work. Kann ich mir echt keinen logischen Reim jetzt drauf bilden. Das Geld kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Holzpolitur. Könnte ich ihn maximal verkaufen, so rum, aber. No thanks. I can't dig that, Daddy. No thanks. Kaufen, das ist ja komisch jetzt. Also ich scheine ja irgendwas nicht kaufen zu können, weil ich eben halt. I'd like to buy this cannon. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Hmm.
He looks like he's really into this stuff. Also es kann eigentlich nur der Papagei sein, ne? Weil alles andere... Wobei ich auch noch nicht weiß, was der Papagei jetzt irgendwie für Sinn macht. Gut, zusammen mit dem Schild macht er vielleicht wieder Sinn, aber... Nee, nicht um Papagei eigentlich. Das ist jetzt echt blindes Raten eigentlich nur. Schlüssel habe ich auch noch. Jetzt habe ich die ganze Zeit einen Schlüssel und weiß davon nichts. Da kann ich mir keinen logischen Sinn. Das ist mehr als halbwegs logisch. Aber mein Fazit ist echt kacke. Es war aber gute Animation, jedoch fehlt irgendwie was. Achso, bei Avengers. Ja, also mir kannst du eh nicht spoilern, weil ich das Spiel nicht gespielt habe, aber... Hä? Das ist mehr als halbwegs logisch. It has a picture of a parrot on the front. Soll ich das erstmal ausschneiden? My Scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Also hier ist ein Papagei abgebildet. Macht keinen Sinn, ne? No thanks. I don't want to make that parrot mad. Ach, warte mal, wo kann ich das da aufhängen? I'd like to buy this mirror. Excellent choice! That'll be 15 pieces of 8. Okay, nehme ich mit. Okay, I'll take it. Thank you. Ja, doch, eigentlich war es doch schon ruhig, ne? Wenn man das andere hier hinten erstmal hatte. Ich meine, jetzt, wenn man nochmal drauf gestoßen wird, irgendwie, dann kann man. Bin ich auch relativ schnell drauf. Luis, okay. Das ist auf jeden Fall kein Speed. Achtung, speichern natürlich mal. Speedrun ist auf jeden Fall nicht, aber wie gesagt, das habe ich auch nie erwartet. Ich bin mal gespannt, wie viel Prozent wir jetzt haben. 53, wir sind schon mal, immerhin schon über die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Oha, aber gestern haben wir mehr geschafft, glaube ich. Und heute auch vieles nur mit, ja, mit ganz schön irgendwie drauf stoßen, ne? So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt für Teile? Können wir denn da jetzt irgendwie... That is a nice looking beard. So, wen können wir mit seinem Spiegelbild verwirren? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir einen Rock'n'Roll Porzellanteller. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, dann, Beware of Parrot. Das Schild. Ach, Mann. Also, ich habe... Nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt alles gekauft. Jetzt habe ich wahrscheinlich wirklich alles gekauft, was man kaufen konnte. Where do you want to go? Aber insofern dann auch nochmal gerne oder danke nochmal an das Käserlein. Oder Kieserlein. Wahrscheinlich. Dass du da nicht gespoilert hast. Du hast aber zumindest gesagt, ey, will ich nochmal, ne? Aber wesentlich gespoilert, irgendwie. Also ich finde das immer doof, wenn die Leute dann irgendwie schon schreiben oder die Lösung reinschreiben. Insofern ist es eigentlich ganz gut. So. Der Rest kann sich aber nur auf Fat Island. So, so, so. Das mit der Radkappe, das ärgert mich immer noch. Das ist irgendwie... So, so, die Tür ist Library. Die Gasse, das ist das Gewinnspiel. Gewinnspiel. Haben wir noch irgendwas anderes? Weg, Weg, Weg. Angeltyp. Jail. Ich gehe mal einfach nochmal rein. Da noch etwas übersehen. Fine example of dieting gone horribly wrong. Ja, stimmt allerdings. So. Ich glaube, hier war ich. Ich bin schon mit der Maus überall lang. Hier wüsste ich auch nicht, was ich jetzt hier nochmal soll. Was haben wir hier? If I could read, I'd spend all my free time at the Fat City Library. Reginald Blackbeard. Hm.
Jetzt können wir nochmal zu dem Gouverneur gehen. Das hat mich ärgert ein bisschen, dass mit dem Wasserfall. Ich musste nur irgendwas finden, Zange oder was auch immer, irgendwie, damit ich da den Wasserfall abstellen kann. Oder vielleicht ist es genau das Problem, dass ich schon wieder irgendwie eine völlig falsche Richtung denke. Aber ich denke mal, wie gesagt, wenn der Wasserfall aus ist, gibt es hier eine Höhle und dann komme ich hier rüber wahrscheinlich. Man weiß natürlich auch nicht, ob man manche Sachen dann irgendwie vielleicht ein bisschen später erst braucht. So, Jus, ich mache mich mal ab. Hause rein, Pudelberg. Danke fürs Einschalten und noch eine schöne, schöne Nacht. Bis dann. Ich dachte schon, da wäre zu viel. Nee, das ging ja noch. Nice. Draußen? Ich will mal gerade gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Oder vielleicht jetzt kombinieren kann in irgendeiner Form. Da ist nur das Bett. Ich war hier schon mal irgendwie zwischendurch. Also das Buch natürlich. Eben hing das Zeug da gerade, ne? Hier muss ich doch garantiert irgendwie den Alarm unterbrechen in irgendeiner Form. Hier wäre genau so ein Ding. Das brauche ich ja nicht. There's food or something stuck in the drain. So, da sagt er, das ist verstopft. Da kann man hier immer mal. That doesn't seem to work. I don't want to suck that. Don't think I'd better wake him up. Das muss ich doch bestimmt, dass er sie irgendwie verschluckt oder irgendwie so ein Scheiß. Muss ich doch bestimmt irgendwie alarmen. It seems to go off before stuff comes out of the tube. Nochmal. It seems to go off before stuff comes out of the tube. Wenn wir hier wesentlich was anderes machen könnte, irgendwie. Nachttisch. Ach man. Da muss ich bestimmt irgendwie rummanipulieren, aber ich weiß nicht, mit welchen Sachen ist es. As what? A hat? Okay, und die kombinieren. Vielleicht das andere Buch noch? Ja. Das wäre ja nicht mehr brauchen. So, ja, aber ich hab echt. There are crumbs and condiments all over it. Ugh. Nee, da können wir jetzt noch keinen Reim drauf bilden. Im Wasserfall musst du Englisch denken, die Rätsel sind nicht übersetzbar. Das merkt man auch öfter, wie schon bei der ganzen Karteikarten-Geschichte. Mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass es irgendwo in dem Fall mal so gekommen wäre im ersten Teil, dass da Übersetzungsfehler, wie gesagt, manchmal die Schwertduelle, die sind dann, oder ich weiß gar nicht, mal irgendwelche Sprüche waren auf jeden Fall viel, viel besser, wenn sie dann im Englischen waren. Das hat man dann irgendwie gehört, wenn man jetzt auch eine Sprachausgabe dazu hat. Wasserfallrätsel. Da muss man Englisch denken. Waterfall. Englisch denken. Very picturesque. Da muss man sehr Englisch denken. Das ist was? Ich wüsste jetzt auch nicht, in welche Richtung ich da denken muss. Ich glaube schon so oder so, dass es mit dem Ding hier oben zu tun hat, aber Englisch denken in der
What's this doing in a pirate game? Was könnte man mir damit sagen wollen? Können wir eben halt keinen Reim drauf bilden jetzt irgendwie. Das ist eben kein Übersetzungsfehler, es ist ein englisches Wortspiel, das kann man bei. Aber die Begriffe kann ich doch eigentlich noch gar nicht kennen jetzt, also selbst wenn ich es mir jetzt übersetzen würde. Eigentlich? Das hat ja jetzt nichts mit der Bibliothek zu tun. Das wäre natürlich doof, wenn man irgendwie. Das ist ein Wortspiel. Also kann ich hier durchs Inventar gucken und würde gar nicht drauf kommen, ne? Das ist ein Wortspiel. Ja, das wird ja ein bisschen frustrierend dann irgendwie, ne? Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es im Deutschen einfach nicht lösbar wäre. Das kann mir irgendwie. Das kann doch gar nicht wahr sein. Also, ja. Aber das ist eine der Sachen, die ich natürlich bräuchte. Wie das mit dem Angler, das kann ich auch nur später wahrscheinlich lösen, weil die Angel, die ich wahrscheinlich zum Angeln des Kartenteils brauche, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, das kann ich auch noch später machen. Aber der Wasserfall wäre natürlich der nächste Schlüssel da natürlich dazu. Um irgendwie voranzukommen. Können wir echt kein. Wie gesagt, ich habe es auch noch nie gespielt, deswegen ist es schwierig jetzt für mich natürlich irgendwie das einzuschätzen. Durch das Wortspiel im Englischen ist es relativ offensichtlich. Ja, toll. Bringt mir jetzt nur nichts. Oder das Einzige, was mir jetzt in dem Zusammenhang würde, mir nur Waterfall einfallen. Dann ist es ziemlich einfach. Also ich meine, das wäre jetzt auch nicht der große. Ich meine, Wasserfall, Waterfall ist im Prinzip. Da wäre es ja genauso einfach. Aber Wortspiel. Puh, ey, das ist aber hart jetzt. Ja, da müsst ihr aber komplett irgendwie rausgehen. Das muss man in Steam umstellen. Aber inwiefern. Ich meine, Waterfall, Wasserfall, das ist, da gibt es doch keine andere. Das ist jetzt nicht so unterschiedlich, irgendwie, dass man jetzt sagt, irgendwie, boah, ist ja komplett anders und kommt dann deswegen da drauf. Sowas ist hier gemeint im Deutschen. Ja, ja, ja. Ich wüsste, also selbst wenn es den Begriff gibt, aber dann wäre es ja irgendwas, was ich schon habe. Dann muss es ja da immer um was gehen, was ich schon habe, weil dann sind die anderen Sachen. Wortspiel. Mir ist gerade irgendwie gerade so alles so kläglich zu übersetzen, irgendwie gerade so im Kopf, aber Stocker hier auch schon mal ausprobiert.
kenne das nicht. Soil the king's image? Sacrilege! Das können wir sogar noch benutzen, das wird aber... Hier geht's eher um Wortspiel, als dass es eher... That is a nice looking beard. As what? A hat? Es geht also mehr um Wortspiel, irgendwie... Nein! Mir fehlt es auch noch. Gut, dann kann ich auch nicht drauf kommen. Das ist schon mal... Das war gut, dann brauche ich hier schon mal nicht weiter rumrätseln. Oh. Das ist immer das Problem. Da versucht man irgendwie einen Tipp zu geben und so weiter und dann irgendwie führt man manche Leute vielleicht sogar in die falsche Richtung. Aber wo soll ich denn noch was holen überhaupt? Wo sollte ich jetzt noch was holen? Ich bin mir doch relativ sicher, dass ich überall alles eingesackt habe, was ich jetzt quasi so einsacken kann. Die Angel habe ich eben halt nicht. Wie gesagt, aber ich glaube, die kommt auch an späterer Stelle. Habe ich auch schon oft genug erwähnt. Also das kann man auch dann eigentlich nicht... Muss ja auch auf einer anderen Insel sein. Where do you want to go? So, Skep Island. Da kriege ich ein paar Drinks. Mehr nicht. Das Metronom gibt es da noch. Und den Affen. Aber den kann ich doch auch einmal spielen lassen, weil die haben jetzt nichts, was ich jetzt in dem Zusammenhang brauchen könnte. Dann habe ich noch... Was könnte ich denn da noch holen? Wäsche... Laundry, ne. Also ich glaube, auf Skep Island würde ich jetzt echt nur ein paar Drinks bekommen und das war's eigentlich. Also da glaube ich jetzt nicht so wirklich dran. Fat Island bin ich gerade. Muss ich es also von Booty Island. Und von Booty Island, da könnte ich mir nur bei der Gouverneurin irgendwie was vorstellen. Den kriege ich ja wahrscheinlich auch nicht hier weg. Ich glaube, der kommt auch später, wenn hier ein anderes Schiff steht. Das muss ich ja wahrscheinlich abschließen. Kostümshop ist komplett durch. Bei Stan kriege ich auch nichts weiter. Den muss ich wahrscheinlich da in den Sarg einschließen, bevor ich da überhaupt an die anderen Sachen im Laden rankomme. Oh, Mann. Die zwei wichtige Sachen. Echt? Dann muss es sich einmal um den Affen handeln. Und immer noch glaube ich, dass ich den Typen, den Schreinermeister da loswerden muss. Also, dass der zumindest sein Kram mal eben verlassen muss, damit ich alles einstecken kann. Bei Wally, dem wollte ich schon das Kartenstück geben, hat ihn nicht so interessiert. Hier kann ich noch das mit dem Holzbein machen. Oder muss ich einmal noch machen? Aber ich hätte jetzt auch keine Alternative, glaube ich, ne? Danke. Ja. Ich werde jetzt mal hier die ganzen Holzsachen irgendwie auch mal durchprobieren. Aber das würde sich ja wahrscheinlich auch lösen, wenn ich dann mit dem Schreinermeister erstmal am Start bin. I don't think it'll work with that. Achso, das klappt eh nicht. Kann ich nicht kombinieren. Wer hat denn nochmal Angst vor... Irgendwie kommt mir das bekannt vor, dass irgendwie... Das mit dem Papagei. Irgendwann hat er Angst davor. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Oder ob ich mir das auch einrede. Das kann natürlich auch sein. So, und dann haben wir den Affen, der auf einmal da ist. So, den könnte ich natürlich irgendwie mit einer Banane irgendwie. Da reagiert er ja auch schon drauf. Wobei ich nicht wüsste, warum ich ihn da weglocken soll, ehrlich gesagt. This reminds me of a story about a farm girl and... No, never mind. So, das habe ich ja versucht schon mit der Schnur zu kombinieren oder so. Jojo's too into his music to notice. I don't know how to play. Ja, du nicht, aber vielleicht weiß es. Excuse me. Ja, wenn ja auch nichts Neues ist für mich. Yeah, boy. Nee. Nice place you have here. Well, see ya. Also der Affe mit Banane. Das ist ein Ansatz, aber wie gesagt, er guckt da nur drauf. I should have listened to my mother. I should have practiced. Er guckt sie ja schon mal an. Das ist schon mal interessant. Hey!
Don't bug the monkey. Sind jetzt öfter nerven? Hey, don't bug the monkey. Aber wer spielt sie auch in der Zeit nicht? Das mit dem Metronom finde ich noch interessant, dass man das irgendwie verstellt, weil das lief ja am Anfang auch nicht. Aber da kann ich nichts machen, das Problem. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. I don't want to get the monkey mad. Ich kann ihn auch nie ablenken und dann gleichzeitig das verstellen, oder? anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Der Affe ist auf jeden Fall besser als ich. That is a nice looking beard. Nah, I have a thing about lice. So, bin ich ja so durch? Ich hab echt, im Moment bin ich, glaube ich, echt ziemlich auf Grund, was das angeht. Applaus für den Affen. Also ich meine, wozu soll ich das... Ich könnte natürlich dafür sorgen, dass der Affe... Aber da hätte ich mir doch auch gleich am Anfang einstecken können. Ich könnte dafür sorgen, dass der Affe hier nicht weiterspielt. In welcher Form auch immer. Jojo. He's cute. I don't want to disturb him. I don't want to hurt him. I wouldn't want to do that to an innocent monkey. Kann ich ihn da irgendwie rauslocken? Kann ich ihn da rauslocken? Also auf die Sachen kann ich mir überhaupt keinen Reim bilden. Und den Affen da. Ich würde sagen, wozu brauche ich den Metronom? Das wäre ja auch. Macht ja gar keinen Sinn. Aber das ist der Einzige, der hier irgendwie nochmal dazu kam, irgendwie zwischendurch. Wo man sich am Metronom irgendwie vielleicht noch was vorstellen könnte. Und irgendwie, um das Metronom zu verstellen, habe ich jetzt auch nichts irgendwie, um hier. Oder ihn aus dem Takt zu bringen. Ich glaube, es geht ja wahrscheinlich darum, ihn aus dem Takt zu bringen. Aber ich habe ja auch nichts, was ihn aus dem Takt bringen würde. Mein Horn, aber das kann ich wahrscheinlich wieder nicht blasen, ne? Kann ich, warte mal. Kann ich ihn in die Küche locken? Mit der Banane? That doesn't seem to work. Ja, auch ein bisschen komisch. Banane mit Tür, Banane mit Konserven. Das macht er irgendwie als. Warum sollte ich ihn da auch weglocken? Also. Ich wüsste nicht mal mit den Sachen, die er dann da lässt, also im Metronom, wüsste ich nicht mal, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Hier irgendwie die abseilen da irgendwie, das wäre auch. That doesn't seem to work. Ich kann auch nicht miteinander kombinieren. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade. Oh Mann, diese Zeiten vermisse ich nicht. Legen Sie CD 1 ein, legen Sie CD 2 an. Das waren Disketten, glaube ich, damals so, ne? Ich glaube, CD ist irgendwie. Das hätte wahrscheinlich aufgehört. Nah dran? Ah! Ach Mann, ey.